das Training am Tag nach der 1:3-Pleite im Nordderby. Während die Spieler der Startelf locker ausliefen, stand für die Reservisten ein Trainingsspiel auf dem Programm. Nach der Einheit stellte sich Slatko Junuzovic den Fragen der Journalisten. Wir wollten es auf jeden Fall vermeiden, dass es so ein bitterer Tag wird wie gestern. Es war sehr, sehr schwierig, Worte zu finden nach dem Spiel, direkt nach dem Spiel, so wie jetzt auch, weil die Enttäuschung ist halt sehr, sehr groß, weil wir wissen auch, wie das Gefühl ist, wenn du das Derby gewinnst und gerade wie wichtig das für die Fans auch gerade ist, dieses Duell. Es kommt weniger auf Individualisten oder sonst irgendwas an, sondern das Miteinander ist bei uns gerade das Entscheidende. Und nur gemeinsam können wir uns da rausreißen. So wie letzte Saison, wie wir uns da aus der ganz, ganz schwierigen Phase rausgerissen haben, so müssen wir das jetzt auch machen. Im Weserstadion liefen indes die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Am kommenden Sonntag müssen die Bremer um 15:30 Uhr in Stuttgart antreten.